So, jetzt bin ich im Treppenhaus. Das ist quasi die letzte Stufe vor der Wohnung. Treppenhaus sieht nicht ganz so toll aus. Nach der Renovierung der Fassade ist das Geld einfach gerade mal alle. Hier oben, das ist der vierte Stock, das ist die Endetage. Geht es dann in die Wohnung. Das ist der Blick, wenn man reinkommt. Wir gehen zuerst mal in die Küche mit einem Esstisch, den man natürlich verzieren, wenn man will. Spüleherd, Backofen, Spülmaschine. Und der Ausblick hier raus ist quasi auf die andere Seite dieses Ensembles. Ich mache mal das Fenster kurz auf. Wenn man hier rausguckt, dann guckt man da so hin. Und man guckt da so hin. Wenn wir jetzt hier weitergehen, das ist die andere Seite der Küche, wo es eine Arbeitsplatte gibt, einen Kühlschrank, der unten auch ein Getränkefach hat. Weiter geht's. Das ist das Badezimmer als Vollbad. Und hier ist der Platz, wo die Waschmaschine hinkommt, die ich da auch noch einstellen werde. Wenn wir jetzt weitergehen, sind wir hier im Flur. Wir kommen hier in das größere der beiden Zimmer. Mit einem 1,40 Bett. Und der Blick aus dem Fenster ist nach vorne raus. Und ihr seht genau das, was ihr auch draußen schon gesehen habt, nämlich dieses wunderschöne Altbau-U. Hier im Zimmer gibt es auf jeden Fall einen Schreibtisch, den man wegklappen kann, ein Regal. Ich bin noch nicht ganz fertig mit der Einrichtung, aber ihr könnt den Stil erahnen. Das ist das kleinere der beiden Zimmer, auch mit Schreibtisch. Und hier hängt der Balkon dran. Wenn ihr auf dem Balkon seid, ist das quasi der Rundumblick. Und so sieht das Ganze dann von außen betrachtet aus. Hier nochmal der Flur. Da wird es noch eine Garderobe geben. Es fehlt noch die eine oder andere Lampe. Das kommt. Soweit erstmal. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne dazu. Danke. Tschüss.